Ja, das Motto lautet Baden wie früher. Wir hoffen, dass wir keine Einschränkungen haben. Stand heute ist es so. Es laufen jetzt die Vorbereitungsarbeiten. Wir haben unsere Saisonkarten, unsere günstigen Saisonkarten wieder angeboten. Es gibt heuer auch einen Sozialtarif, dementsprechend um die Menschen mit geringen Einkommen auch in unsere Bäder zu bringen. Ja, und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie gesagt, reinigen momentan auf Hochtouren, sodass wir dann pünktlich am Freitag, den 29. April, alle unsere Freibäder öffnen können. Ja, im Volksgarten hatten wir generell schon Parkgebühren. Im Eierbad gibt es ja kaum Parkplätze, da ist Kurzparkzone. Und wir haben jetzt auch im Leerbeiz-Kronerbad, wird in einen Schranken investiert. Aber Sie können dann für 2 € mit dem Eintritt dementsprechend hier, wenn Sie das Bad besuchen, parken. Und Ziel ist es natürlich, die Menschen auf den öffentlichen Verkehr und aufs Rad zu bringen.